Die Leute haben teilweise überhaupt gar keine Berufsausbildung. Die wissen nicht, wie Wertschöpfungsketten funktionieren. Komme ich wieder zurück auf unseren allbekannten Lieblingsminister, der durch Fotoaufnahmen, Fotostrecken von den deutschen Medien, die ja selber auch alle linksgrün sind, gepusht wurde ohne Ende. Ich erinnere mich im Bundestagswahlkampf, als er gefragt wurde im Spiegel, Herr Habeck, Sie haben so viel zu tun, wie schaffen Sie es, so gut dabei auszusehen? Ich weiß nicht, wann mir mal diese Frage gestellt wurde. Also, noch nie. Ich weiß nicht, warum. Herr Habeck, wie schaffen Sie es, so gut auszusehen? Kaum war er gewählt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das gesehen hat, diese ARD-Reportage. Der wurde begleitet und hat dann gesagt, puh, große Aufgaben warten auf mich. Ich habe 14 Tage nicht geschafft, meine Wäsche zu waschen. Das hat er wirklich gesagt vor laufender Kamera. Ich denke mir das nicht aus. Dann konnte ich die Milch nicht einkaufen. Ich musste mein Hafermüsli mit Wasser essen. Und wie soll ich das schaffen? Nach zurücktreten kann ich auch nicht. Ich bin noch gar nicht angetreten. Aber dann hat er sich das Superressort ausgesucht. Nicht irgendwie das für so einen Philosophiestudenten, für so einen Dauerstudenten und Kinderbuchautor irgendwie das Familien- und Umweltministerium passend gewesen wäre. Nein, es sollte das Wirtschaftsministerium sein, zusammengefasst zu einem Energieministerium. Wir haben dort einen waschechten Dilettanten sitzen, der die Industrienation Deutschland abwickelt. Darum geht es. Darum lasst uns alles dafür tun. Herr Martin hat es eben schon ganz richtig gesagt. Lasst uns diese unverantwortliche Trümmertruppe wirklich ins Nirvana schicken. Die FDP spielt dabei im Übrigen eine ganz unselige Rolle. Zu Recht fliegt sie aus allen Landtagen heraus. Und ich hoffe auch, dass sie in Nordrhein-Westfalen dann bei der nächsten Wahl herausfliegt. Denn so eine Partei braucht niemand. Habeck, der Wirtschaftszerstörungsminister, ich höre auch gleich auf. Ich schließe mit den Worten, während Deutschland die Kernkraft abschafft, in diesen Stunden und die Grünen gleich vollendete Tatsachen schaffen wollen durch Sprengung der Kühltürme, das muss ja gleich alles gesprengt werden, nicht wahr? Damit man auch bloß nicht mehr zurückkommt, baut die Slowakei, Frankreich, jetzt auch Polen bauen neue Kernkraftwerke. Nur wir Deutschen mit den Grünen befinden uns auf einer Geisterfahrt, auf einem deutschen Sonderweg. Wir Deutschen haben nie damit gute Erfahrung gemacht, auf einem Sonderweg zu sein. Das sollte eigentlich die Erfahrung aus der Vergangenheit lehren, dass wir niemals in Extremismus und in Dilettantismus, in Hysterie und Hypermoral verfallen dürfen. Die AfD ist deshalb angetreten als die Partei der Vernunft. Und ich kann Ihnen sagen, eine Regierungsbildung mit der AfD wird niemals stattfinden, ohne dieses Heizungsmassaker, was hier gerade stattfindet, abzuschaffen, für Wohlstand zu sorgen, Kernkraftwerke neu zu verplanen, zu bauen, die alten am Netz zu lassen und wieder in Betrieb zu nehmen und vor allen Dingen eben auch das Thema, das thematisieren wir gerne an anderer Stelle, für einen Zuwanderungsstopp zu sorgen. Denn die Landräte ächzen unter der ungebremsten Zuwanderung. Und da muss ich das noch als Letztes, weil ihr habt hier auch einen anstrengenden Parteitag vor euch, da muss die CDU gar nicht so tun, als ob sie Oppositionspartei wäre. Die CDU hat hier in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Landesregierung. Er macht nur grüne Politik. Da muss man sich auch fragen, wenn man hier so kreuz und quer durch Nordrhein-Westfalen fährt, da frage ich mich auch, was ist denn hier eigentlich mit den Autobahnen los? Da werden Brücken gesperrt, da werden jetzt Brücken gesprengt. Wer war denn dafür verantwortlich? Das war der Wüst in der Vergangenheit gewesen. Der Wüst ist ja auch eine Personifizierung der Inkompetenz. So einer als Verkehrsminister, wo bleibt denn da der Untersuchungsausschuss? Der Mann ist haftbar zu machen. Oder in Schleswig-Holstein. Oder das Desaster in Berlin. Da übernimmt die CDU-AfD-Position, schwupps, die Giffey. Oh, Hilfe. So, und die Giffey? Total abgestraft, sitzt er wieder in der Landesregierung. Wenn das die CDU-Politik ist, dann kann man den Wählern auch nicht mehr helfen. Ich hoffe, dass die Wähler aber daraus gelernt haben und in Zukunft uns die echte Alternative wählen für konservativ-liberale Politik des Weitblicks und der Vernunft. Ich bedanke